Moin Moin, Servus und Hallihallo. Heute machen wir einen Deep Dive ins Thema Studio und besprechen allerhand W-Fragen. Was sollte drin sein? Wie geht das mit mehreren Personen? Warum sind die Flats so teuer und wozu das rote Bettlaken? Darüber hinaus widmen wir uns Akkus, berichten von unseren Black Friday Shopping Trips und den Dauerthemen TFP-Verträge und Webseiten. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie mit mir Fabian Grell und mir gegenüber im Zoom Martin Hirsch. Hi Martin. Servus Fabian. Heute eher Schatten, würde ich mal so sagen. Oh, oh, oh. Wieso? Oh, oh. Schon mal rausgeschaut. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Bei uns schneit es. Ja, ist doch schön. Es ist kalt. Da haben wir doch schon den Titel, der erste Schnee. Hatten wir den schon? Okay. Nee, ich glaube nicht. Nee, also den Titel haben wir noch nicht. Der erste Schnee war vorgestern bei uns, so richtig, der mal dann auch liegen geblieben ist über Nacht und so. Wir hatten jetzt wirklich heute den ersten und ich bin ja ein Weihnachtsromantiker, von daher, mein Herz erblüht. Oh, ein kleiner Weihnachtsromantiker. Ja, und ich bist du auch so einer, der im Studio dann Weihnachtsbaum aufbaut und so ein Setup aufbaut für Weihnachtsbilder und so? Na, auf gar keinen Fall. Aber ich sag's, wie es ist, Martin. Diesen Fotografie-Podcast nehme ich in Pyjama-Hose auf, weil ich schon in gemütlicher Stimmung bin. Jetzt stellt euch doch den Fabian vor, wie er in einer Pyjama-Hose mit. Oh nein, jetzt hast du natürlich mein Bild zerstört, weil ich mir gedacht habe, du hast jetzt bestimmt eine an mit Weihnachtsbäumen oder Nikolausen oder sowas. Es tut mir leid. Ach, schrecklich. Hast du dann auch so ein ugly Weihnachtspullover-Ding? Ich habe so ein Weihnachtssweater, meinst du, ne? Ja, ja, ich genau. Besitze sowas, aber jetzt echt? Nicht so ein. Okay. Aber der ist nicht so ugly eigentlich. Der ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Das sagen auch die Besitzer von ugly Weihnachtswettern immer, dass nein. Der eigentlich gar nicht ugly ist. Ja, nein. Ach, weißt du, schön, man kann nichts entstellen. Und ein schönen Weihnachtswetter auch nicht. Martin, wie sieht's? Pass auf, wir finden das Thema. Wie kommen wir jetzt in die Fotografie rein? Tja, eigentlich total simpel. Ja. Was ist heute? Heute ist nicht nur der erste Schnee. Oder es ist auch noch Montag, um Gottes Willen. Es ist auch noch Montag. Und was ist für ein Montag? Podcast-Montag? Ja, das auch. Der Cyber-Montag. Cyber-Monday, stimmt. Cyber-Monday, genau. Und müssen wir erstmal über Black Friday sprechen. Genau, wir müssen mal über Black Friday und Sunday und Monday und hast du nicht gesehen, was für ein Day sprechen? Was hast du dir denn gegönnt? Komm, hau raus. Schon ein bisschen was? Ich wusste es doch. Was ist denn ein bisschen was? Ich hatte irgendwie einen lockeren Klickfinger die letzte Woche. ich habe mir einmal, muss ich mal kurz auf die Packung schauen, von Nisi so einen Bluestrake-Filter geholt. Weißt du, was das ist? Ja. Aber du solltest für alle anderen, die es nicht kennen, vielleicht kurz erklären. Ja. Ich glaube auch, das ist auch Streifenfilter, steht hier auf der Verpackung. Sagt mir, würde mir jetzt alles irgendwie auch nichts sagen, wenn ich das nicht schon mal gesehen hätte. Das ist im Grunde ein Filter, der ist, also schraubst du vorne aufs Objektiv drauf und das ist im Grunde einfach klares Glas, aber da drin sind so blaue Fäden eingespannt, wie Gitarrenseiten, so kann man sich das vorstellen. Und das bewirkt, dass wenn du mit der Kamera auf eine Lichtquelle zielst, sagen wir mal einen Scheinwerfer vom Auto, dass das Licht dann so ganz lang gezogen wird und du so wirklich so längliche Lichtflares hast. Na, Flares ist eigentlich auch das falsche Wort, also so längliche Lichtreflexe, Effekte, sage ich jetzt einfach mal, die so ein bisschen an anamorphe Objektive erinnern und diesen Look so ein bisschen nachahmen sollen. Und genau, das finde ich schon immer interessant, wollte ich schon immer gerne mal haben, weil ich mag diesen Look und für manche Settings oder keine Ahnung, für manche Begebenheiten ist der einfach richtig geil. Genau, und jetzt wollte ich mir den holen. Und es gibt so einen großen Anbieter aus den Staaten, der so, diese Art von Filtern anbietet, sag ich mal, auch so Prisma-Filter und so, die man vorne aufs Objektiv draufschrauben kann. Aber der Versand ist ungefähr nochmal mindestens so teuer wie das Objektiv selber, wenn nicht sogar ein doppelt und dreifach so teuer. Habe ich gedacht, nee, das muss doch irgendwie auch heimisch geben. Und also ehrlich gesagt, viele Filter nicht, aber dieser Bluestrake-Filter von Nisi, den habe ich geshoppt im Internet für einen günstigen Kurs. Dann habe ich noch zwei Filter geshoppt und zwar gab es bei Canfaith, heißt es, glaube ich, K&F-Filter.
habe ich mir endlich mal Black Mist Filter geholt, also diese Filter, die im Grunde die Highlights auch so schön weich machen sozusagen. Ja. Und den gab es da im Doppelpack, also eigentlich wollte ich immer nur so den mit der ein Achtel Stärke haben. Das ist quasi der Filter mit der niedrigsten Effektintensität, sage ich mal. Aber die hatten irgendwie zwei zum Preis von einem, so ungefähr. Ja, ja, und natürlich. Ja, da habe ich gedacht, komm, dann nehme ich den Achtel und dann nehme ich den Viertel. Ja, die habe ich mir geholt, die sind aber noch nicht da. Genau. Dann. Ach so, genau. Scheiße, geht noch weiter. Oh, Gottes Willen. Für, jetzt aber echt nur für ein paar Euro. So ein Ding für einen Hotschuh, also den Blitzschuh auf der Kamera, was du dir da drauf schieben kannst, oben mit einer Handyhalterung. Wozu? Wozu? Nicht so ganz. Ja, genau. Und zwar, damit du quasi easy Kamera und Handy quasi übereinander hast. Und bei manchen Gelegenheiten ist das super praktisch, weil du dann ganz schnell mal Behind-the-Scenes-Fotos oder Videos machen kannst. Eher Videos noch. Ja, okay, das ist richtig. Ne? So, dann musst du nicht die Kamera aus der Hand legen, sondern kannst einfach oben auf dem Handy auf Record drücken, machst dann ein kleines Behind-the-Scenes-Video, kannst die Kamera ja auch mal flippen und sowas, ne? Genau, also das fand ich ganz praktisch. Das habe ich mir für ein paar Euro bei eBay gegönnt. Nicht mal ein Black Friday-Angebot oder sowas. Und als allerletztes habe ich mir noch den Koffer gegönnt, Den Koffer, über den hatten wir ja schon gesprochen, genau, richtig. Genau, und ich habe da von diversen Personen irgendwie auch Angebote gekriegt. Danke auf jeden Fall. Und habe mich dann für eins entschieden, habe echt 125 Euro gespart, ne? Ja, siehst du. Wieso, hast du jetzt ein anderes Modell genommen? Oder? Nee, es gab einfach so Black Friday-Angebote, die einfach echt super günstig waren. Ne? Genau, danke auf jeden Fall an alle, die mir irgendwie Angebote geschickt haben. Und so ein paar habe ich auch in meiner WhatsApp-Gruppe geteilt. Auch da, wenn ihr noch nicht drin seid, kommt gerne dazu. Genau, ja. Und von daher bin ich jetzt erstmal ganz happy und erwarte noch ein paar Paketlieferungen. Bei dir? Ja, ich habe mich das ja... Ja, das ist eh schon wunschlos glücklich, oder? Ja, wunschlos glücklich bin ich ja. Bin ich, was meine Fotografieausrüstung angeht, eigentlich schon, bis auf die, wissen wir ja, die Kamera, die ich immer noch suche, also die immer dabei Kamera, die suche ich aber immer noch. Ich glaube, ich habe jetzt auch beschlossen, was es wird. Jetzt muss es bloß noch gebaut werden. ansonsten, ich habe auch ein bisschen geshoppt. Aber nicht viel, eigentlich nur ein Zoom. Ja, zwei Zoom, aber das eine hat mit der Fotografie eigentlich wenig zu tun. Nein, eigentlich sogar vier Zoom, stelle ich gerade fest, aber die haben auch mit der Fotografie wenig zu tun. Zum einen braucht mein Gerätehaus eine neue Heizung, damit meine Pflanzen nicht erfrieren. zum anderen habe ich mir zwei Sonnenliegen für den Urlaub gegönnt. Auch nicht schlecht. Ja, wir fahren ja nach Kroatien und in Kroatien gibt es ja doch so schöne Steinstrände und so weiter. Da brauchst du immer eine Liege und meistens gibt es zwar so Strände, wo man die ausleihen kann, aber wo wir sind, da gibt es ab und zu mal gar nichts zum Ausleihen, dann muss man die halt mitnehmen. Dann habe ich mir ganz wichtig einen Bluetooth-Dongle gegönnt für meinen PC. Ich habe nämlich gestern erschreckend festgestellt, dass mein PC gar kein Bluetooth kann. Ein Standrechner? Ja, genau. Die können meistens nicht so. Und ich wollte nämlich gestern mal, ich hab ja einen richtig guten Kopfhörer und den wollte ich gestern mal wieder ausprobieren und ein bisschen Musik hören und dabei festgestellt, oh scheiße, der geht ja gar nicht, weil kein Bluetooth am Rechner. Ja, und da ich jetzt dann nicht immer am das Handy nebenbei laufen haben will, sondern eigentlich über den Rechner, habe ich mir jetzt dann noch einen kleinen TP-Link gekauft. So, der ist jetzt mal abseits, null fotografisch oder irgendwas. Aber, also was habe ich mir noch geshoppt? zum einen, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, das habe ich mir letzte Woche schon geshoppt, habe ich mir fürs Studio eine kleine Weihnachtsdeko geshoppt. Ein Bäumchen oder Lichterkette oder? Nee, eine rote Bettdecke mit so schönen kitschigen Weihnachtskissen. Ach du Scheiße. Ja, das muss auch mal sein. Okay. Und was ich noch geshoppt habe, ist ein Godox SL302BI. Das andere war alles Kingerlitzchen, das war aber das, was ein bisschen Geld gekostet hat. Nein, das ist kein Lichtblitz, das ist ein Dauerlicht. Aha. Das ist ein LED-Dauerlicht mit 320 sogar.
Ist aber quasi Bicolor, meinst du? Bicolor, also einstellbar, Farbtemperatur. Farben brauche ich jetzt nicht. Also gibt ja mittlerweile viele mit RGB-Abdeckung, aber die sind erstens nochmal wesentlich teurer. Ja, nicht unbedingt in der Stärke. Weißt du, du findest irgendwie so, ich sag mal, bis 100 Watt oder meistens ja, eher so 60 Watt oder so. Günstige, ja, ja, da findest du super viele irgendwie mit RGB-Abdeckung, aber wenn es irgendwie so, ich sag mal, bei also 300, 500 Watt oder so, dann wird es halt richtig teuer. Ne? Genau, das ist meistens mit RGB dann schon schwierig. Da wird es halt richtig teuer, genau. Brauche ich aber auch nicht, ganz ehrlich. Für die ein, zwei Mal, wo ich das brauche, dafür habe ich die guten Li-Folien. Ne? Genau. Und was mir aber wichtig war, war jetzt der Bicolor, also dass ich die Farbtemperatur einstellen will, weil ich habe jetzt doch öfters das Problem gehabt, dass ich ich arbeite ja in letzter Zeit öfters mit dem Projektionsvorsatz. Und es ist halt echt Mist, wenn du Tageslicht und das mischt und den Projektionsvorsatz mit einer Dauerlichtquelle mischt, den Abgleich vom Licht hinzubekommen vernünftig. Ja. Und deswegen habe ich mir den jetzt ausgelassen. Genau, der war relativ günstig im Angebot. Und ja, da haben wir gedacht, okay, den nehmen wir jetzt mal mit. Ja, ich habe auch, also ich kann auch nur sagen, ich habe hier die von Nenlight ja die FS300 und die FC500 und das sind auch beides so Bicolor-Leuchten und ich kann nur sagen, das ist echt super praktisch, wenn du echt den Weißabgleich in deinem Licht einstellen kannst, sagst du hier, das hat 6000 Kelvin, das hat 6000 Kelvin, dann sagst du deiner Kamera, das hat 6000 Kelvin und dann bist du fertig. Genau. Das ist echt super praktisch. Ja, ist total, ja gut, ganz so leicht, wenn es das jetzt noch mit Umgebungslicht mischt, ist es nicht, weil du musst das ja alles ums Umgebungslicht abstellen. Wenn du Umgebungslicht hast, okay, ja gut. Ne? Aber auch das geht, ne, weil du kannst ja zur Not mit deiner Kamera sogar das Umgebungslicht einmessen vom Weißabgleich her und stellst dann den Ding und so weiter darauf ein. Also das, und wenn dann da 50 Kelvin Abweichung sind, dann ist das nicht ganz so schlimm. Nur das normale LED-Licht, ne, das ist halt richtig kaltweiß und wenn du dann mit warmem Tageslicht abends oder so arbeitest, der Unterschied ist einfach zu krass. Und, ja, es gibt solches und solches LED-Licht, ne? Ja, im Studio, das ist mehr so kaltweiß, genau. Genau, die normalen LED, also was ist die normalen? Die es halt so vor 4, 5 Jahren zu kaufen gab, so alt ist mein altes 300 Watt LED-Licht. Die hatten halt so eine richtig kaltweiße Ausleuchtung. Ja. Und es ist zwar super hell, aber ich mag das ja, aber für dich ist das nichts, ne? Ich mag das ja total. Ja, jeder wie er will, für mich, ich mag halt eher warme Sachen. Ne? Und ja, genau. Deswegen habe ich da immer eine Li-Folie vorne drauf, aber dann bist du halt auch immer am Rumtricksen, damit du ungefähr den Ton vom Tageslicht herkriegst und ach ja. Und am Ende machst du doch schwarz-weiß. Nee, das ist jetzt nicht, aber nee, aber ja, deswegen habe ich gedacht, okay, komm, der ist jetzt gerade so günstig im Angebot und ja, dann habe ich den halt mitgenommen. Dann ist der halt zufälligerweise in meinen Shopping-Einkaufswagen reingefallen. Du, Martin, kann ja mal passieren. Genau, kann ja mal passieren, habe ich mir auch gedacht. Aber ja, da ist er natürlich auch noch nicht. Also, na, ich muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen warten. So, und heute ist jetzt Cyber Monday. Was heißt das? Ist dann auch noch mal alles reduziert oder was bedeutet das genau? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir waren vorhin einkaufen. Mein Kind will ein neues Bett. Da stand ein Preis drauf. Dann bin ich zum Verkäufer gegangen. Ob es da noch mal Prozente drauf gibt, hat er mich völlig verständnislos angeschaut und gesagt, nö. Ich sage, okay, dann gehe ich wieder. Total langweilig. Okay. Ja, was ist Cyber Monday? Vom Prinzip her dasselbe Beschiss wie Cyber Friday oder Black Friday oder wie auch immer. Mhm. Wir machen alles ein bisschen teurer, und um danach 20% abziehen zu können und es als Schnäppchen zu verkaufen. Weißt du, was ich mache? Ich mache es wirklich günstiger. Und zwar ich mache mal einen kleinen Teaser hier. Ich bin nämlich gerade dabei, alle meine Videokurse noch mal über ein anderes Shop-System anzubieten. Und da wird es auch zu Weihnachten nochmal eine ordentliche Preissenkung geben. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Jawohl. Also, so, das war's auch schon. Schnäppchen mal, Fabian. Ja, noch nicht, noch nicht. Ja, nee, also ich habe halt dieses Jahr also wirklich wieder festgestellt, wenn du wirklich Schnäppchen machen willst, musst du wirklich suchen. Das meiste Zeug ist einfach nur, wir leeren unser Lager von lauter Ramsch, der 5 Jahre alt ist. Also auch interessant, wir waren vorhin hier bei uns beim örtlichen Elektrohändler und der ja ganz tolle Angebote hat, weil also unser Kühlschrank ist kaputt, wir brauchen einen neuen Kühlschrank und ja, die Black Friday bzw. Cyber Monday Angebote, die er hat, habe ich dann mal kurz natürlich, wie man es heutzutage macht, das Handy rausgeholt und habe die mal kurz im Internet recherchiert, gar nicht so sehr wegen am Preis, sondern eigentlich, was das für Dinger sind, und siehe da, diese Geräte sind halt durch die Bank 6, 7 Jahre alt.
Längst ersetzt worden durch mittlerweile modernere Geräte mit weniger Verbrauch und so weiter. Ja, ehrlich, das ist halt Verarschung. Ne? Also die holen halt irgendwo aus dem Lager noch Restbestände raus, hat man so das Gefühl, was sie halt irgendwo noch rumstehen haben. Und das Zeug wird dann halt verscherbelt für, wenn man ehrlich ist, am Ende völlig überzogenes Geld auch noch, weil das Ding ist 6 Jahre alt. Normalerweise kannst du dafür halt nur noch die Hälfte verlangen. Ja, man muss aufpassen, ne? Und dazu kommen ja noch die ganzen Rip-Offs, die ja eh das ganze Jahr durchgeistern, ne? Also irgendwelche, weiß ich auch nicht was, China-Importe, die irgendwelche Rip-Offs, irgendwelche Fakes und sowas, ne? Die auf dem Produktbild aussehen wie das Original und am Ende bist du dann zu faul, es wieder nach China zurückzuschicken. Ja, also das denkst du auch, kannst du im Klick, machst du auch nicht so, ne? China bestelle ich nur Sachen, wo ich weiß, die würde ich im Leben nicht zurückschicken. Also entweder muss es so billig sein, ich sage, im schlimmsten Fall schmeiße ich es in Mürmer. Oder es muss so gut recherchiert sein, dass ich sage, das geht weder A, weder kaputt, noch B, müsste ich das in jedem Fall zurückschicken. Ich habe es bis jetzt einmal gehabt und das war, ich habe Einstelllichter bestellt für meine Blitze. Also es ist echt ganz witzig, da wäre ich echt zum Geizkragen, weil die 100 Watt Einstellbirnen, die in meine Godox-Blitze, die Studio-Blitze drin haben, die kosten hier in Deutschland bei uns das Stück, wenn du sie beim Ding kaufst, 20 Euro. Die kosten in China 1,99. Ach krass. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber haben die dann wirklich 100 Watt? Ja. Das sind original, das ist sogar dasselbe Hersteller etc. Also das ist das sind die Originaldinger. Also ich hab die mal hier gekauft gehabt, eins, und habe mir danach jetzt aus China 10 Stück bestellt. Nein, das ist keine Nachmache, auch wenn, also man könnte jetzt sagen, die schauen nur genauso aus. Nee, die Dinger sind einfach absolut identisch. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich meine, wir reden jetzt über Glühbirnen, ne? Wir reden jetzt hier nicht über Hightech, sondern wir reden über eine Technik, die schon sehr, sehr, sehr alt ist. Ja. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da wäre ich dann zum Geiz gegangen. Und das sage ich halt auch ehrlich, wenn 2 Stück kaputt sind von 10, wenn ich sie bestelle, naja, das kann ich überleben. Aber es waren 3 Stück kaputt. Ich habe die reklamiert und habe eine halbe Stunde später von dem chinesischen Shop das Geld für 3 Stück zurückgehabt. Okay. Also muss man auch nicht drüber reden. Ne? Muss ich nicht zurückschicken, kriegst du halt die Gutschrift, ist gegessen. Ja, also da müssten sich die deutschen Händler mal so ein bisschen eine Scheibe abschneiden und vor allem 20 Euro für eine Birne zu verlangen, die woanders irgendwie 2 Euro kostet. Und selbst das ist schon überteuert für die Glühbirne. Wir erinnern uns an die Zeiten, als die Dinger noch, was weiß ich, 50 Cent gekostet haben. Naja. Ist halt für die Fotografie, ne? Wenn ein Foto davor steht. Ja, aber da muss ich sagen, da wäre ich zum, ne? Also das ist ähnlich wie, können wir gleich mal so als Thema auffassen. Cyber Monday, nee, Entschuldigung, Cyber Sundays, wie nennt man das im Internet? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat AC Foto, ich schaue jetzt mal die Dinger aus, weil das Angebot eigentlich schon ganz gut ist, aber ich bin trotzdem zu geizig. Und zwar, die haben die Canon-Akkus im Angebot gehabt für 69 Euro. Und die kosten normalerweise so knapp einen Huni. Boah, ist ja ganz schön teuer, oder? Genau. So, ich finde für einen Akku, ich sag ehrlich, ganz schön viel Geld, oder? Ich kaufe keine Original-Akkus. Aber das ist so ein Dauerbrenner-Thema. Und ich weiß genau, es gibt viele Leute, die sagen, oh, du kaufst ja für 5.000 Euro eine Kamera und steckst dann für 20 Euro den Nachbau-Akku rein. Und ich sage, ja. Aber das hat den Grund, dass ich es einfach nicht einsehe, ehrlich gesagt, 100 Euro für einen Akku auszugeben. Ja. Und zum Zweiten habe ich noch keinen Nachteil dadurch gehabt, wenn ich vorher mal ein bisschen recherchiert habe, welche man nimmt. Also meiner Erfahrung nach, bei Nachbauten ist es, wenn du dir einen guten Hersteller hast, dann hast du meistens so 80% vom Original oder sowas. Ne? Dafür kostet es aber nur ein Drittel oder ein Viertel. Kein Problem. Stelle ich bei mir, bei denen, die ich habe, jetzt nicht mal fest. Also für mich halten die genauso lang wie die Originale. Ja, guck, wunderbar. Ich kann jetzt da überhaupt nicht feststellen, dass die kürzer halten oder irgendwas ist. Auch von den Ladengeräten werden die an und frei erkannt. Ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es da echt auch miese Nachbauten gibt, ne? Ja, da gibt es nur solche und solche, ne? Klar, aber. Was hast du da? Ich habe hier Patona oder so heißen die, glaube ich. Nee, ich habe Backstar. Das sind diese Roten. Die sind irgendwann mal von irgendeinem DSLR-Forum empfohlen worden und seitdem habe ich die Dinger und bin mit denen echt 100, also noch nie Probleme damit gehabt. Man muss seine Akkus natürlich auch richtig behandeln, ne? Das ist ja wie bei allen Akkus auch, die kannst du auch kaputt laden, sozusagen. Ne? Ja, ich glaube, also früher war das auf jeden Fall so, jetzt auch, dass du die, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber dass man die nie so richtig tiefenentladen soll. Dass man die möglichst dann nicht. Dann verstoße ich jedes Mal dagegen. Ja, dann, dass man die nicht möglichst, glaube ich, immer benutzt und gleichzeitig, also
wie soll ich sagen, auflädt und gleichzeitig entlädt, also benutzt und dabei auflädt. Also wie ein Laptop, den du die ganze Zeit am Strom hast, aber benutzt so. Also das ist wohl auch nicht so gut für einen Akku, habe ich mir mal sagen lassen. Keine Ahnung, das sind hier Mythen, ne? Könnt ihr mal bestätigen oder dementieren da draußen, wenn ihr euch damit auskennt. Oder was war noch? Ach, ich weiß nicht. Gibt es ein paar Akkumythen? Wenn ihr welche da draußen wisst, dann lasst uns mal zukommen. Und da gibt es bestimmt einige. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch bloß drauf gekommen, weil ich finde halt die Preise für Original-Akkus einfach so unverschämt. Mm. Und da bin ich einfach, also da wäre ich zum Geizkragen, muss ich echt sagen. Das weiß ich nicht. Steht halt für mich irgendwie in keinem Verhältnis. Nee, verstehe ich. 100 Euro ist echt schon ganz schön. Also genau, für 100 Euro für so einen Akkupack, da muss ich echt sagen, nö. Ich reiß hier die Klappe auf, ich weiß gar nicht, was mein Akku kostet. Ja, einer ist ja zum Glück immer dabei, aber mit einem kommt man halt nicht weit. Ach hier, bevor ich jetzt hier Quatsch rede. Jetzt ziehe ich hier wieder voll über Kennen her, weißt du? Ja, und dann kosten deine noch viel mehr am Ende. Dann kosten meine noch viel mehr, du. Pass mal auf, jetzt schaue ich mal hier. Entspannte 49 Euro. Ja, nee, warte mal, ist das der richtige? Das ist ja schon Nachbau. Nee, Original. Okay. Warte mal, ich schaue mal gerade hier. Also ich habe gerade mal geschaut, der für die R5 kostet schlappe 95 Euro. 68 im Original. Oh ja, bist ja auch nicht mehr so weit weg. Aber naja, 68, 40 Euro ja, doch, ist, ja, 30 ist schon, Euro schon eine, ist schon noch eine Hausnummer. Also ich habe jetzt mal geschaut bei AC Photo, genau, die bieten den Original-Akku an für 98 und jetzt kostet er halt momentan, also heute noch 64,95. Das ist ein guter Schnappi. Also es ist schon günstig, aber ich, ganz ehrlich, boah, ich find's, ja, weiß ich nicht. Ist ein Akku. Gut. Also, trotzdem danke für den Tipp, AC Photo. Ja, genau. Ja. So ist das. Ach nee, warte, es kostet bei AC Photo, ist das der Anbieter, ne? Das ist der Anbieter, ja. Das hat jetzt, der das jetzt nicht geschickt. Ich dachte, das hat dir jetzt irgendwer geschickt bei Instagram oder sowas. Nö. Über den Martin, bin ich bloß gestolpert, zufällig. Mach da jetzt auch keine, nicht falsch verstehen, bitte, es soll keine Werbung sein und wir kriegen da auch nichts. Und ach, wir machen ja für alles Werbung und nichts, ne? Genau. Martin, ich wollte sagen, ich muss echt noch ein bisschen arbeiten später, deswegen, wir müssen noch eine etwas kurze Folge machen und dafür jetzt komprimiert. Bist du einverstanden? Okay. Ja, wegen mir. Okay. Dann würde ich doch fast sagen, ja, schieß mal halt mal einfach los mit den Themen. Ja, pass auf, ich hab jetzt hier nicht 100 Themen vorbereitet, aber ich habe ja noch ein paar Blue Sky Codes zu vergeben, was ich ja vergessen habe letzte Woche, ne? Haben wir das nicht letzte Woche erst gestartet? War das vorletztes Mal? Nein, ich wollte letzte Folge eigentlich auch schon einen raushauen und ich habe es verpennt. Es tut mir so leid. Dafür habe ich jetzt aber zwei schon hier wieder in der, das siehst du mal, in der Hinterhand. Und einen davon, den gibt's jetzt und den anderen später. Na dann. Also ihr Lieben, wenn ihr jetzt schon sehnsüchtig darauf wartet, zückt euer Handy, macht die Blue Sky App auf oder ladet sie noch schnell runter, drückt auf Pause, denn in 3, 2, 1 kommt der Code. Okay. B wie Büchsenfleisch. S wie Sauerkraut. K wie Kohl, Y wie Y, minus Social, minus I wie Ingwer, 2, W wie Weihnachtsmann, F wie Fabian, 2, minus U wie unterwegs, E wie Essig, engstirnig, 5, M wie majestätisch und E wie ewig. Ewig, so, das war's. Jetzt, ach, den zweiten Mal später, genau. Sehr, ja, viel Spaß, unbekannter Mensch mit diesem Blue Sky Eintrittscode. Viel Spaß auf jeden Fall. Und ist das, Martin, hast du eigentlich ein Resümee gerade? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Tage da sozusagen. Wie gefällt es dir so bis jetzt da? Ach ja, du, ich finde die Oberfläche eigentlich gar nicht, also ja, also ich finde sie relativ aufgeräumt. Mhm. Es ist halt nicht wie bei den anderen Plattformen, dass das mit Funktionen mittlerweile überladen ist oder irgendwie sowas, aber gerade das finde ich eigentlich relativ reizvoll, weil es halt einfach
Es ist wie früher Twitter, weißt du? Also wie früher Twitter, sage ich. Wir wissen, mittlerweile gibt es ja auch bei Twitter so viel Scheiß. Mhm. Sondern es ist relativ simpel gehalten und das finde ich eigentlich ja, relativ ansprechend momentan, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt, der große Nachteil ist, es ist halt noch nichts los. So. Das muss man halt genau, so sehen. Aber das ändern wir ja jetzt. Ja, sozusagen. Genau, das ändern wir ja jetzt, genau. Ja, es ist halt noch nichts los. Und es ist wie immer, ne, die Leute, wenn die nicht hingehen, weil es ist ja nichts los, geht keiner hin. Und also das ist wieder der Selbstläufereffekt, ne, so am Ende. Mhm. So. Mhm. Es geht keiner hin, weil nichts los ist und deswegen ist nichts los am Ende, weil keiner hingeht. Also, naja, schwieriges Thema. Wenn Twitter dann wirklich stirbt, dann werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute vielleicht rüberkommen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Twitter stirbt. Das glaube ich nicht. Ja, aber es macht sich zunehmend unbenutzbar. Aber das Thema hatten wir ja auch schon. Ja, es macht sich zunehmend unbenutzbar. Das ist richtig. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Das ist wohl so. Genau. Nee, ansonsten, wie gesagt, habe ich ganz gute Erfahrungen damit mittlerweile. Ich habe übrigens auch wieder einen Code, aber den haue ich anders aus. Okay. Genau. Ansonsten, ja. Ganz nett. Ich sehe gerade, der Fabian Grell hat da ein AI-Bild gepostet. Wieso das denn? Ach nein. Wieso postest du denn? Nein, repostest. Entschuldigung. Repost. Ja, kannst du mal sehen, das ist so ein neuer Trend, den ich ganz in diesem Fall ganz witzig fand. Und zwar, wie heißt das? Maximizing, irgendwie so ein Maximierungstrend. Du gibst irgendwie ChatGPT-4, gibst ein Bild. Und sagst, mach das krasser. So, und dann gibst du dem Bild vom Chili-Eintopf und sagst, mach es schärfer, mach es noch schärfer, mach es noch schärfer. Und treibst das bis ins Unendliche hoch und da kommen ganz wilde Ergebnisse raus. Und einer hat das mit einer Gans gemacht, die immer mehr silly gemacht hat. Das fand ich ganz amüsant. Und dementsprechend habe ich das gerepostet. Ja, so ist das Leben. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr mehr so eine Scheiße sehen wollt. Genau. Das ist der Grund, warum es zunehmend unbenutzbar wird. Das ist auch der Grund, warum wir heute nur so eine kurze Folge machen können. Ich muss nämlich immer noch an meiner Webseite weiterarbeiten und ich habe so wenig Zeit dafür, aber das Ding ist, habe ich auch nochmal festgestellt, beim Updaten meiner Social Media Buttonsammlung da, wo man mittlerweile überall ist, mein Gott, da sammelt sich was an. Ja, das ist sowieso. Ja, Webseite ist echt unfassbar. Cool Stichpunkt. Ich habe auch vorgestern oder so angefangen, mal wieder mir Gedanken zu machen. Ich möchte die Webseite fürs Expost Magazin. Bis jetzt gab es ja keine eigene Webseite. Der Link ist zwar schon lange vorhanden, also www.expost.net, der ist zwar schon lange vorhanden, aber den will ich jetzt auch mal langsam mit Leben füllen und irgendwas dahinter. Da bin ich am Überlegen, da bin ich gerade am Suchen nach einem passenden Template und was weiß ich, wie ich mir das vorstelle. Ja, es ist halt immer dieses Gepfriemel und vor allem dann ist es halt immer das Gepfriemel, baust du den Shop da ein oder verlinkst du dann wieder auf den anderen Shop, weil wenn du da einen Shop einbaust, dann musst du wieder so viel rechtlichen Käse und so weiter beachten. Das ist halt echt nervig, das macht keinen Spaß. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich wirklich nur eine Webseite sozusagen baue, wo dieses Zeug vorgestellt wird und wenn du es dann kaufen willst, dann musst du auf meine Seite gehen. Weil ansonsten du machst einfach nur eine Landingpage sozusagen. Genau, so eine Art Landingpage und genau. Weil ansonsten ist das so ein komplizierter Hickhack wieder, auf den ich eigentlich keine Lust habe. Ja, verstehe ich. Also da muss ich jetzt erstmal klären, ob ich dann auch bei der Landingpage, ob ich quasi ein eigenes wieder Impressum und so weiter brauche oder ob ich das einfach verlinken kann quasi auf meine eigene Seite, was wieder offiziell eigentlich, glaube ich, nicht geht, sondern das muss, glaube ich, auf der Domain dann sitzen, rechtlich gesehen. Und, ich glaube, ehrlich gesagt. Das ist ein Theater in Deutschland, schrecklich. Naja, gut. Kommen wir zu etwas Erfreulichem, würde ich sagen. Ja, hast du was? Natürlich. Okay. Thema Nutzungsrechte. Ach komm. Du erinnerst dich, wir hatten letztes Jahr letzte Folge. Ja, letztes Jahr hatten wir das Thema auch schon, ja. Das ist Jahr nicht falsch. Das Thema Nutzungsrechte bzw. TFP etc. Da haben wir ein kleines Feedback dazu vom David. Magie im Blick, also magie.im.blick auf Instagram. Der schreibt, Thema Nutzungsrechte. Ein guter TFP-Vertrag sollte selbstverständlich auch immer das Thema Nutzungsrechte beinhalten. Ich nutze immer die Vorlage aus der Modelkartei, die regelmäßig über eine Kanzlei an die Rechtslage angepasst wird. Link, kommt hinten dran.
packe ich euch in die Shownotes. Das war es auch schon. Ich finde den Typ tatsächlich gar nicht schlecht. Wenn das Ding wirklich von einem Rechtsanwalt aktualisiert wird, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das ein Top-Tipp, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Weil, ja, wo kommt man schon günstig an einen vernünftigen TFP-Vertrag, der auch Nutzungsrechte beinhaltet, etc.? Würde ich auch sagen. Ist das, ja, ich frage mich gerade, ist das jetzt so ein Ding, wo irgendwie andauernd Neuerungen kommen rechtlich? Was sich jetzt irgendwie so andauernd ändert, irgendwie, die Gesetzeslage? Weil wenn, dann bin ich auf jeden Fall nicht mehr up to date, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ob sich die jetzt ständig ändert, wage ich zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer öfters mal neue Sachen. Neue Netzwerke, die man reinnehmen kann, also Social Netzwerk, ne? Weil sagst du, hast die Nutzungsrechte für was weiß ich was drin, da musst du jetzt halt Blue Sky dazu nehmen. Beispiel. Ne? Ja, und genau. Hast du recht, stimmt. Und solche Geschichten. Ja, ist ein guter Einwand. Und, ja, ist ein super Tipp. Danke, David. So, ich habe mir jetzt den Link mal angeschaut, nebenbei übrigens, mal für euch. Okay, das ist sogar relativ cool. Da steht sogar Release Notes weiter drin. Also Versionen 2.2 hat sich geändert in Paragraph 2. Optionen für Filter in sozialen Netzwerken eingefügt. Paragraph 6. Erweiterung und Anpassung des Vertrags per Textform. Die Version 2.1. Lieferzeit für Fotos angepasst. Also da steht sogar ein bisschen was drin. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich nice. Wunderbar. Wenn der, wenn der taugt. Genau, packe ich die Shownotes rein. Ohne, dass das jetzt hier eine rechtliche Empfehlung ist oder sonst was. Ne? Aber müsst ihr euch euer eigenes Bild machen. Aber so, sage ich jetzt einfach mal für unsere Absicherung dazu. Wir haben keine Ahnung, wir haben das nicht geprüft. Ich packe euch den Link auf jeden Fall rein. Wenn ihr euch dann noch in der Modelkartei anmelden müsst, dann seid ihr selber schuld. dann davon. So. Ich habe meinen Account dann noch, glaube ich. Ich glaube, ich bin noch nicht raus. Also ich habe meinen auch gelöscht. Noch. Ich hab meinen definitiv auch noch. Ja. So schreib mir doch mal da eine Nachricht, ich werde sie nicht lesen. Du wirst lachen, ich bin da sogar ab und zu mal, nämlich dann, wenn ich wieder eine Nachricht gekriegt habe, wie gestern, habe ich, ja, da kriege ich eine E-Mail, dass irgendwer mir eine Nachricht schickt und die machen das ja so schlau, dass in der E-Mail nichts drinsteckt, wer das ist oder was der von dir will, sondern da steht bloß drin, du hast eine Nachricht bekommen. Okay. Dir bleibt also nicht viel anderes übrig, als da reinzuschauen. Verstehe. So, und meistens stellt sich dann heraus, die Nachricht heißt dann so wie folgt: Hi, how are you doing? I am in Nürnberg in February, ne, so, bla bla bla. I'm available for shootings, no open legs, was weiß ich was. Hast du nicht gesehen, ne? Also, ja, okay. Ja, Models wollen auch Geld verdienen, finde ich jetzt prinzipiell gar nicht schlimm. Ich finde es bloß, diese Kaltakquise mag ich halt weder beim Staubsaugervertreter noch bei Models. Deswegen noch bei irgendwelchen Business Coaches, das haben wir auch schon mal. Ne? Noch bei irgendwelchen Business Coaches, korrekt. Ja, genau. Ja, genau. Also, Thema abgehakt. Ich packe euch das Ding auf jeden Fall in die Shownotes rein, weil der Tipp ist ja trotzdem, wer einen braucht, kann dieser Tipp Gold wert sein. Auf jeden Fall. Direkt mal hier protokolliert. So, dann machen wir weiter. Ich hatte ja vorhin schon die Weihnachtsdeko fürs Studio. Bleiben wir mal beim Thema Studio. Der Heiko von Heiko Kalinich People. Heiko.Kalinich_People. Ganz liebe Grüße. Genau, der hat eine Frage bekommen. Geschickt bekommen, Quatsch. Allgemein, wie seid ihr an euer Studio gekommen? Wenn Studiogemeinschaft, wie habt ihr das geregelt? Wie tretet ihr gegenüber dem Vermieter auf? Als Gemeinschaft oder hat einer das Risiko? Wie wird es kalkuliert und so weiter? Was für Empfehlungen habt ihr, wenn jemand ein Studio, Klammer auf, nicht Homestudio, Klammer zu, einrichten will? Jetzt wird's spannend. Das sind jetzt verschiedene Themen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen mal dann mit auf an. Wie sind wir an unser Studio gekommen? Wie bist du an dein Studio gekommen? Ja, also nach ungefähr 3 Home Studios habe ich mich auf die Suche begeben nach einem externen Raum. Und am Ende hat der liebe Max zu mir gesagt: Du Fabian, ich habe hier einen Raum, warum wir den nicht als Studio nutzen? Und da habe ich gesagt: Ja, das ist geil. Und der ist jetzt mein Vermieter. So einfach ist das. Wir sind da keine Gemeinschaft, die jetzt zu zweit irgendwo was angemietet haben, sondern ich bin quasi Untermieter sozusagen. Und genau, man kann das auch über eine Gemeinschaft machen oder über eine GmbH oder stach mich tot. Aber ganz ehrlich, habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, könnte ich jetzt nichts empfehlen. Also du trittst quasi gegenüber dem ursprünglichen Vermieter gar nicht auf.
Also du bist quasi der Max. Nee, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht nicht auch Eigentümer ist davon. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber du meinst, der Max der Eigentümer ist? Oder ja, irgendwas? Genau. Ach so, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das sein Eigentum ist oder ob er das mietet, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Mieter. Genau. Ah, okay. Jawohl. Ja gut, dann haben wir die Frage auch schon geklärt, wie du gegenüber dem Vermieter auftrittst. Seriös und professionell. Wie hast du es denn gehandhabt mit Einrichtung und so weiter? Nutzt ihr das zusammen? Also gerade Blitze etc. Nutzt ihr das zusammen? Hat da jeder seine Ecke, wo sein einer Blitz drin steht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe jetzt einfach halber gesagt, wir können das alle zusammen nutzen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Max da jetzt irgendwie jede Woche 15 Shootings macht und das ist ein verantwortungsvoller Typ, so von daher ist es für mich. Schafft er ja auch gar nicht mit seinen Analogfilmen, weil bis er die entwickelt hat, ist ja Weihnachten. Ja, genau. Also das ist für mich überhaupt kein Stress, dass er da mein Equipment mitnutzt und ich nutze auch da ein paar Sachen mit von ihm, die da irgendwie vorhanden sind und von daher denke ich, das ist unkompliziert. Definitiv. Also haben wir jetzt auch irgendwie bis jetzt vertraglich jetzt nicht irgendwie groß was geregelt, du darfst das nicht nutzen oder das doch oder keine Ahnung. Ich wollte es auch unkompliziert halten, ne? Aber es ist natürlich auch echt eine Sache, mit wie vielen Leuten machst du das, mit wem machst du das, wechseln genau, die Leute ich, oder nicht oder ne? Ich glaube, sowas funktioniert dann auch nur, wenn man irgendwie den kennt, mit dem man das macht oder halt nur zu zweit ist. Wenn man das irgendwie zu fünf, zu sechs macht, dann muss man es, glaube ich, auf andere Basis stellen. Ja, gut möglich. Oder man muss halt das Ding vermieten, einzeln vermieten und dann im Endeffekt eventuelle Schäden etc. über dieses Geld abdenken. Ne? Das ist halt, wie es halt jedes Mietstudio macht, mehr oder weniger. Ne? Wenn man es dann an Externe nochmal vermietet. Genau, wenn man es an Externe nochmal vermietet, wie es ja ich mache zum Beispiel. Ne? Und genau. Also da gibt es echt, Heiko, da gibt es so viele mögliche Konstellationen, in welcher Immobilie ist das, mit wie vielen Leuten, wer bringt wie viel Equipment mit, ist schon überhaupt was da oder nicht, hat wer schon was vorher investiert, andere auch schon und so weiter und so fort, nutzen alle alles oder sagen 3E, ich brauche das alles nicht und dann kann man entsprechend die Mietkosten vielleicht auch aufteilen oder nicht und also das ist so komplex, das ist echt individuell, würde ich sagen, was solche Sachen angeht, da gibt es auch, weiß nicht, gibt es dann ein paar No-Gos, gibt es bestimmt, ne Martin, ach, oder? Bestimmt, mit Sicherheit gibt es da No-Gos. Aber ja, also ich selber habe ja jahrelang auch gesucht, mehr oder weniger. Ich hatte immer so eine kleine, alte, abgeranzte Werkstatt im Kopf. Weißt du, was ich meine? So ein 50 Quadratmeter Studiochen mit Backsteinwänden, da darf auch mal so irgendwie der Putz von der Wand bröckeln, halt so richtig rustikal und was weiß ich was. Gibt es aber halt in Bayreuth nicht einfach. nie gefunden. Ich hatte mal das Studio, in dem ich heute bin, hatte ich tatsächlich 2 Jahre vorher schon mal angeschaut. Da war nämlich auch ein Fotograf drin, allerdings ein Fotograf, der hat Möbel und so Zeug fotografiert. Also keine Menschenfotografie, sondern der hat wirklich so Möbel, Interieur etc. solche Sachen fotografiert und der ist raus, ob der Zugangssituation, weil er die Möbel immer über die Treppe hochschleppen musste und das hat er irgendwann aufgegeben. Und damals habe ich gesagt, nee, der Raum gefällt mir nicht, weil Treppe, Zugangssituation und so weiter und so fort. Und dann hatte ich eben nochmal die Chance, ihn zu mieten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe nichts anderes gefunden in der Zeit. Dann nehme ich das Ding. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich relativ glücklich drin. Ich würde wechseln, sollte ich nochmal einen finden mit einer langen Fensterfront oder halt wirklich schön Backsteinwänden oder so, ne, wo man direkt auch dann was zum Shooten nehmen kann. Aber ansonsten bin ich da drin eigentlich relativ glücklich. Mieter bin ich alleine. Also das Ding gehört mir komplett alleine. Ich suche momentan, ich hatte ja jetzt längere Zeit einen Untermieter auch drin mit, wo ich als Vermieter dann ihm gegenüber wieder aufgetreten bin. Das ist auch mit der Vermieterin selber geklärt. Und das hat sich aber mittlerweile wieder zerlaufen, aus Businessgründen, sage ich mal. Also es hat nichts Zwischenmenschliches, sondern es hat einfach schlichtweg Businessgründe. Sie hat keine Zeit, weil sie eigentlich Friseurin ist. Und dann hat sich das wieder zerlaufen. Da suche ich jetzt wieder jemanden. Also wenn jemand Interesse hat, kommt gerne auf mich zu. Aber ansonsten, gehört das Ding mir und so drehe ich auch auf. Das Zeug, was drin steht, gehört auch mir. Wenn du allerdings bei mir das Studio mietest, dann ist auch die Nutzung dieser Gerätschaften und so weiter alles drin.
Bei mir auch, ja. Das heißt aber natürlich auch, dass das demzufolge logischerweise das über die Miete abgedeckt ist. Ne? Also du musst ja auch ab und zu mal Ersatz beschaffen etc. Wenn aber etwas kaputt geht, ja gut, dann muss es mir halt gemeldet werden, dann zahlt es halt logischerweise die Abpflicht. Also nicht meine, sondern seine, der es kaputt gemacht hat. Aber Sachen gehen halt auch bei normaler Nutzung kaputt und dann ist es kein Fall für die Haftpflichtversicherung, sondern dann ist es halt normale Abnutzung und die musst du natürlich bezahlen und deswegen sind die Mietkosten halt auch 20 Euro höher vielleicht, als wenn du das einfach selber nehmen würdest oder, oder ohne Equipment vermieten würdest. Das ist halt einfach so. Genau. So viel zum Thema auch Kalkulation. Also sprich, wenn du ein Studio hast und musst kalkulieren, dass du da drin Blitze vermietest und so weiter, dann musst du auch kalkulieren, dass du ab und zu mal einen neuen kaufen musst. Oder dass du halt mal Hintergrund kaufen musst oder. Das falls du den einen tot geblitzt hast. Oh, ein Briller. Der kommt Flachfüße hoch. Ja, genau. Also, das ist nur so zum Thema Ding. Ja, so läuft es, wie gesagt, bei mir. Mittlerweile bin ich da drin relativ glücklich im Kontrast haben und es ist halt ja, ein Mietstudio. Das heißt, jeder kann es mieten, wenn er lustig ist. Wenn es frei ist, wenn es nicht frei ist, hat er Pech gehabt. So, was kommen wir dazu? Was für Empfehlungen habt ihr, wenn jemand ein Studio einrichten will? Tja, das ist jetzt so vielfältig wie nur irgendwas, würde ich mal sagen. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, was bist du für ein Fotograf? Also sprich, möchtest du überwiegend blitzen oder möchtest du überwiegend mit Tageslicht arbeiten? Oder Dauerlicht sogar. Ja, Dauerlicht würde ich fast wieder in die Blitzecke stellen. Tageslicht hat halt einfach, wenn du mit Tageslicht arbeiten möchtest, hat halt einfach, du brauchst Fenster. Das ist so die genau, also Fenster ist auf jeden Fall ein Thema. So, na, genau. Wenn du mich fragst, ich finde es immer geil, ein Fenster zu haben, aber auch die Möglichkeit, es komplett abzudunkeln. Richtig, aber darauf will ich hinaus. Wenn du ein Blitzfotograf bist, sind dir Fenster völlig wurscht. Also dann willst du am liebsten gar keine haben. Wenn du Tageslichtfotograf bist, dann brauchst du sie. Und wenn du so ein Mischmaschfotograf bist wie ich, dann brauchst du sie auch, weil du willst ja Tageslicht fotografieren. Du brauchst aber auf jeden Fall die Möglichkeit, um die Dinger dunkel zu machen. Also brauchst du sowieso auch für Tageslichtfotografie. Das heißt, was ist meine Empfehlung fürs Studio? Auf jeden Fall Verdunkelungsvorhänge. Das ist meine absolute pass auf, wir machen mal eine Top 5. Komm, wir schmeißen mal eine pauschale Top 5 raus. Top 5, was gehört in ein Studio rein? Ich fange mal an mit der Nummer 1 mit. Ich habe es schon gesagt, Verdunkelungsvorhänge. Wenn Fenster da sind, müssen da Verdunkelungsvorhänge sein. Okay. Dann mache ich mal was Unkonventionelles. Mein Top 5 ist ein Abstellraum oder eine große Regalwand. Auf jeden Fall was, wo man viel Kram irgendwie sicher verstauen kann. Warte mal, check. Also eine gute ein Lagerregal oder eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit. Check. Stabil ist. Ich mache für mich gerade ich check gerade ab, was du sagst, damit ich weiß, ich hab's. Okay. So, genau. Also Nummer 2, ich bleib bei Fenstern. Wenn ich Fenster dran habe, brauche ich auf jeden Fall Gardinen vor den Fenstern. Also Stores, also so weiße, die das Licht schön weich machen, die einfach das harte Licht ein bisschen rausnehmen. Aber so aufgehängt, dass ich sie auch auf jeden Fall zur Seite schieben kann. Also ich war auch schon in Studios, wo die Scheißdinger dann oben mit Wäscheklammern festgemacht sind. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir wirklich eine vernünftige Gardinenschiene hingezaubert, wo du die Dinger auch einfach zur Seite ziehen kannst, damit du wirklich das knallharte Tageslicht hast. Und das ist auch mein zweiter Tipp. Also nicht nur Verdunkelungsvorhänge, sondern auch genau das Gegenteil. Oder was heißt Gegenteil? Aber halt so ein bisschen was zum Absoften. Bei mir hängt da mittlerweile sogar ein Bettlaken dran an den Dingern. Damit ich das Licht richtig weich kriege. Das ist richtig cool übrigens. Das ist mein Tipp schlechthin, wenn ihr Fenster habt im Studio, ein Bettlaken davor gehängt, gibt das geilste Licht ever, wenn die Sonne da direkt reinknallt. Ansonsten kostet es euch zu viel Licht. Aber wenn die Sonne direkt drauf knallt, mega. Ja. So, du wieder. Also ich meine, machen wir jetzt auch alles, so Lichtequipment, alles so Hintergrundsystem, dies, das? Ja, im Top 5 haben wir gesagt. Was gehört rein? Richtig, also ich sag's jetzt einmal einfach so, ich finde so ein Hintergrundrollensystem macht schon Sinn auf jeden Fall. Deswegen sag ich's jetzt einfach mal. Ist langweilig, aber ich sag's jetzt einfach mal. Hört rein, check. So einfach drei Rollen, würde ich sagen, passt auch schon so meistens. Das ist nicht schlecht zu haben, einfach, ja. Ich sag an Position 3 eine Kaffeemaschine. Ohne Kaffee kann ich nicht kämpfen. Also, Kaffeemaschine. Check. Genau. Siehst du, das Prinzip schon verstanden mit dem Check, ne? Ja. Genau. Also Kaffeemaschine ist ganz wichtig, weil, also ich fasse jetzt mal Kaffeemaschine und Tee, Wasserkocher zusammen. Das gehört da rein, weil Model und Fotograf wollen mal einen Kaffee trinken und Tee trinken und was auch immer. Genau. Vergiss die Kontrastraumtasse nicht, Martin. Oh ja, die Kontrastraumtasse. Check.
So, es war aber kein eigener Punkt, aber check. So, okay. Geht es wieder. Ja, in irgendeiner Art und Weise ein Bildschirm, wo man sich die Fotos drauf angucken kann. Check. Ja, also ein ja. Monitor oder sei es ein Fernseher, keine Ahnung, Tethering hin oder her, auf jeden Fall irgendwas, wo man die Bilder zeigen kann, dem Kunden oder dem Modell oder wie auch immer. Ja, definitiv. Okay, machen wir weiter. Auf jeden Fall eine vernünftige Bluetooth-Box, um Mucke zu machen. Mm, auf jeden Fall. Ja, also ich. Das stimmt, ja. Genau. Ich habe da so eine schöne Marshall-Box drin stehen. Das Ding ist mag ich. Genau. Mhm, Gehört auf jeden Fall rein. Oh, ich bin ein bisschen unkreativ heute. Hey, komm, weißt du, was ich jetzt sage? Putzeimer im Bad. Putzeimer im Bad, check. Genau. Also, weißt du, einfach mal, ja. Also auch symbolisch dafür, so nach dem Motto, halt die Bude ein bisschen sauber. Ja. Auch die rustikalen Studios. Ja. Ne? Dass man sich da gerne als Gast auf Klo setzt und so. Ja. Und dazu so. Vielleicht auch nochmal neben dem Putzeimer, aber einfach, ich mache es jetzt mal zusammen, vielleicht auch so ein bisschen was wie so ein Schminkspiegel oder sowas. Also auch was, wo man sich nochmal ein bisschen frisch machen kann vorm Spiegel. Mache ich jetzt zusammen als einen Punkt. Was? Putzeimer und Schminkspiegel als ein Punkt. Das finde ich jetzt natürlich schon fast ein bisschen. Aber gut, okay. Ist ja auch ein Folgetitel, Punkt. Ne? Ja, ist ja dein. Was Putzeimer und Schminkstiefel. Schminkstiefel. Genau, du Stinkstiefel, genau. Genau. Genau, also ich ende mal mit dem Punkt Steamer oder Netzsteamer, wie heißen denn diese Dinger, diese Dampfbügeleisen, die man an die Klamotten halten kann, um mal schnell kleine Falten auszumachen und so weiter. Ich glaube, Steamer heißen die Dinger. Mhm. Oder auch Dampfbügeleisen in altmodisch. Ich habe beides. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe das Ding und macht absolut Sinn, sowas im Studio zu haben. Ja. Ich glaube, wir könnten eine Top 50 machen, ne? Ja, ich könnte eine Top 100 machen, aber, also ich bin jetzt aber du so siehst, von meinen 10 Punkten haben eigentlich nichts davon ist technisch. Also von meinen 5 Punkten. Nee, also technisch in Form von Fotografie. Mhm. Weil die Einrichtung eines Studios ansonsten einfach davon abhängt, was du fotografierst und wie du fotografierst. Aber das, Kaffeemaschine, Steamer und so weiter, das ist alles so universell. Und jetzt kommt mein Top 1. Was brauchst du? Sitzmöglichkeiten. Oh ja. Also check. Ein, zwei für das Modell, sag ich mal, ne? So ein schöner Barhocker oder sowas meistens irgendwie, ne? Ja. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie was, wo man sich auch mal reinfläzen kann zwischendurch. Definitiv. Also auch ein, zwei gemütliche Sachen irgendwie, dass man sich auch mal kurz als Fotograf oder als Modell ein bisschen erholen kann, vielleicht sogar zusammensitzen kann irgendwie und da dann die Fotos angucken kann und ein bisschen relaxen kann, irgendwie ist auch wichtig. Genau, definitiv. Ja, also wie gesagt, wir könnten hier endlos weitermachen, aber... Ja, können wir jede Folge Top 5 Studio machen. Genau, da können wir, genau, also da fallen mir so viele Sachen ein, aber das sind so Sachen, ja, also ohne die... Schirmständer, auch nicht schlecht. Ja, ja, komm, warte mal, Kleider, wie heißt Kleiderständer, diese Skibahn, diese Rollbahn, Kleiderständer. Da gibt es so viele Sachen, eigentlich, wenn man ehrlich ist, auf den ersten Blick mit der Fotografie jetzt erstmal gar nichts zu tun haben. Mhm. Aber lass uns gar nicht erst mit Klammern anfangen und so. Nee, Gott bewahre. Klammern in jeder Form und in jeder Ding. Achso, da kann ich natürlich, da muss ich natürlich die Manfrotto Super Clamp einmal empfehlen an der Stelle. Mhm. Die gehört natürlich zwingend überall rein. Also ich weiß nicht. Also, Fotos Superclamp, okay. Ja, ich weiß nicht, ob es die mittlerweile von anderen Herstellern ähnlich gibt oder also gibt es bestimmt. Aber die Dinger sind mega. Also muss man wirklich sagen, egal ob du irgendwas an irgendeinem Stativ befestigen willst oder irgendwas an irgendeiner Stange oder irgendwas an eine Holzwand festklemmen willst oder mit dem Ding kannst du eigentlich alles anstellen. Sag mal, hatten wir denn jetzt die Frage vom Heiko beantwortet? Er meint ja auch so, ja, was gehört da rein, was so, ne? Seid ihr ans Studio gekommen, wenn Studiogemeinschaft, wie habt ihr es geregelt? Wie würdet ihr das einrichten? Auf als Gemeinschaft oder einer hat das Risiko, wie wird es kalkuliert und so weiter? Was für Empfehlungen habt ihr, wenn ihr jemanden ein Studio einrichten will? Ja, genau. Also meine Empfehlung ist irgendwie Blitz oder Dauerlicht. Brauchst einfach ein schönes Keylight auf einem schönen, stabilen Stativ, was schön hoch geht. Dein Studio sollte eine hohe Decke haben. Dann brauchst du natürlich eine Softbox, die für den Raum irgendwie auch ein bisschen passend ist. Also wenn du in der Lagerhalle bist, brauchst du eine andere Größe, als wenn du in einer kleinen Küche fotografierst, ist auch klar, ne? Mhm. So,
dann brauchst du irgendwie was, irgendwie noch vielleicht irgendwie ein, zwei kleinere Lichter, die irgendwie nochmal, wo du irgendwie nochmal von hinten irgendwie ein bisschen Licht werfen kannst oder ein bisschen irgendwie in den Raum rein oder keine Ahnung sowas. Also ich sag mal, mit drei Lichtquellen ist man eigentlich gut ausgestattet, oder? Also viel mehr brauche ich eigentlich in der Regel nicht. Okay, oder was würdest du sagen? Sag ich jetzt nichts dazu. Ja, du bist so ein One-Light-Typ. Ich muss mal zählen, 8 Blitzköpfe im Studio. Zwei ich habe auch, Martin, aber die benutzt man ja nicht immer alle gleichzeitig. Nee, das meine nee, ich nee. Doch. Also maximal drei Blitzköpfen gleichzeitig hatte ich 4. Nee, ich hatte sogar mal 5, aber das war mal völlig crazy. Ja. Normalerweise bin ich so der Mensch für maximal 3. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also 3 Lichtquellen irgendwie, dann ja. alle für ihren Zweck so, und dann bist du eigentlich schon ganz gut ausgestattet für den Grundbedarf so, ne? Ja. Mehr geht immer, aber. Mehr geht immer, aber ich würde schön jetzt da Bogenreflektor noch rein. Genau, also man gibt auch immer viele, die machen immer den Fehler, die holen sich dann die schweineteuren, also was ist denn Fehler? Das kann man machen, wenn man Geld übrig hat, aber ich halte es für Wahnsinn. Es gibt wunderbare Studioblitze von unseren chinesischen Freunden, sei es Godox oder sei es Neur oder sei es Jinbei oder wie sie auch alle heißen. Ich selber habe Godox. Die haben genau das, was ein Studioblitz haben muss, nämlich die haben den Empfänger eingebaut und die haben eine Blitzröhre und ein Einstelllicht. Und jetzt mal ehrlich, Farbtemperatur, ich habe noch keine Schwankungen festgestellt, was immer alle angeben bei den Toren, Erlingchrom und wie sie alle heißen, dass die Farben halten. Also ich habe noch nie gemerkt, dass mein Godox die Farbe geändert hat in einer Blitzserie, in einer Serie, habe ich noch nie festgestellt. Ich habe noch nie festgestellt, dass das Ding kaputt gegangen ist. Mir ist noch nie ein Blitz, nicht mal meine alten Volimax, die mittlerweile 20 Jahre alt sind, weil ich die selber schon gebraucht gekauft hatte am Anfang. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Blitz kaputt gegangen ist. Mir ist erst ein einziges Mal eine Blitzröhre kaputt gegangen und ich blitze ja wirklich doch relativ viel. Klar, kein professionelles Studio, aber ich blitze doch relativ viel. Also habe ich noch nie erlebt. Deswegen mein Tipp, gebt da an der Stelle nicht zu viel Geld aus. Holt euch Studioblitze ohne Akku mit Kabelbetrieb. Holt euch das, was ihr braucht, und achtet darauf, nicht zu starke Blitze zu nehmen, die ihr nicht sonderregeln könnt. Weil das ist wirklich ein Problem. Vor allen Dingen, wenn du kein großes Studio hast, dann hast du aber so einen hammerstarken Blitz, weil du gedacht hast, der 400er. 600er muss schon sein. Ne? Also, nee, oder weil du einfach denkst, der 400er, der kostet jetzt ja 150 Euro mehr als der 200er. Ja, dann nehme ich doch den mit mehr Power, ne? Genau. Besser haben als brauchen, aber dann stehst du am Ende da und denkst, Mist, der minimale Blitz, den ich da rausfeuere, der ist eigentlich viel zu stark. Jetzt muss ich mir 5 Diffusoren davor bauen, damit ich den irgendwie handeln kann. Oder ich muss die Blende schließen und der Kamera, was ich ja eigentlich gar nicht will, vielleicht. Du musst auf jeden Fall dann Kompromisse machen wieder. Genau, als hättest du ein zu schwaches Dauerlicht, dann musst du auch Kompromisse machen. Genau. Also dann im Studio ist weniger oft mehr. Wenn ihr draußen gegen die Sonne anstecken wollt, dann reden wir über andere Themen. Aber im Studio, sage ich euch, glaubt nicht, dass ihr 600 Blitze braucht, die braucht ihr nicht. Du hast echt so eine Lagerhalle, ne? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, wenn ihr keine Lagerhalle ausleuchten müsst, dann schaut es natürlich wieder anders aus. Ne? Genau. Aber ansonsten, jetzt mal ehrlich, also wenn ich noch einen Tipp vielleicht loswerden wollert, dann würde ich sagen, die Erfahrung habe ich jetzt selber gemacht. Ich habe jetzt ein paar meiner Stative ersetzt durch C-Stands. Wobei ich keine normalen C-Stands genommen habe, sondern es gibt von Neur habe ich die genommen. Die haben keine, also die normalen C-Stands haben ja diese höhenverstellbaren Füße. Wo du jeden Fuß einzeln in der Höhe quasi nach oben oder unten. Das ist bei dem, wo ich genommen habe, nicht der Fall, sondern die heißen einfach Schwerlaststative. Die sind nochmal ein deutliches Stück stabiler gebaut als die normalen C-Stands, sind aber dafür nicht flexibel, kosten dafür etwas weniger. Aber fürs Studio, ich habe einen ebenen Boden, ich wüsste nicht, wo ich im Studio die Füße verstellen sollte. Das schließt sich mir nicht, das Konzept. Für außen zum Mitnehmen reden wir über was anderes, fürs Studio, ganz ehrlich, holt euch C-Stands, die nehmen einfach im Stand weniger Platz weg. Die stehen etwas stabiler, es sei denn natürlich, ihr wollt jetzt irgendwie ganz große Schirme da drauf bauen und so weiter und so fort, aber dann kommt ihr auch mit den billigen Volimax-Stativen und sie alle heißen, nicht weiter. Also, und da sind wir bei noch einem Ding, Sandsäcke. Ja, Sandsäcke, genau.
Beschwerung ist das A und O, egal ob ihr am Schluss normale Stative oder C-Stands habt, wenn ihr da mit großen Schirmen und vielleicht noch ein bisschen in einem Arm hantieren wollt, dann braucht ihr einfach Sandsäcke. Ihr kommt am Ende nicht so mehr um. Die Dinger kosten nicht die Welt. Wenn euch ein Blitz umkippt und der ist kaputt und der Schirm ist kaputt, kostet euch das weit mehr, wie wenn ihr euch einen Fünferpack Sandsäcke bei was weiß ich wo auslasst. Das stimmt. Ja, also das ist nur so am Sande, genau. Aber wie gesagt, also das wäre so mein Tipp, nicht unbedingt diese Volumex oder Newer oder wie sie alle heißen, diese ganz komischen Stative. Was ist komisch, die sind ja nicht schlecht, aber sie nehmen halt unheimlich viel Platz am Boden weg. Mhm. Und da ist so ein C-Stand einfach etwas aufgeräumter. Das muss da man noch sagen. Ein kleiner Tipp, es gibt auch so Rollen für Stative. Auch da kannst du dir unter ein Stativ einfach die Rollen drunter machen und kannst die Dinger durch die Gegend schieben. Sehr geil. Auch das funktioniert mit C-Stands deutlich besser. Ich habe solche Rollen für die normalen Stative. Das Problem ist, die Montage, dieser Montagewinkel ist so beschissen, dass die Rollen beim Bewegen immer so ein bisschen klemmen, dass du immer so ein bisschen nachsteuern musst. Das ist bei den C-Stands überhaupt nicht, weil die Rolle im Endeffekt von oben runterkommen. Das heißt, die Räder klemmen von unten richtig gerade drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Rollt einfach deutlich, deutlich besser. Ja. Hast du B-Flats eigentlich bei dir? Nein, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich suche noch. Also Ich auch, Martin. Ich habe nämlich dem Max versprochen, ich besorge uns noch welche. Ah, okay. Aber ich bin auch so unschlüssig, weil ich denke, Alter, ich habe eigentlich keinen Bock, die im Internet zu kaufen, weil ich die viel zu teuer finde dafür, was die eigentlich so sind. So, jetzt sind wir beim Punkt. Weil du kannst nämlich eigentlich echt Kurt, super easy selber bauen. Der Kurt, der liebe Kurt Fotografie aus Nürnberg, ne? Ganz liebe Grüße. Der hat welche im Studio. Und die fand ich ziemlich nice von der Größe her und so und von der Machart her und so weiter. Dann habe ich ihn mal gefragt, wo die her hat. Dann hat er gesagt, oh, boah, weiß ich nicht mehr, irgendwo im Internet bestellt. Ich schicke dir den Link. Mhm. Kam so irgendwie zwei Tage später ein Link und ich bin da rückwärts fast von meinem Stuhl runtergefallen, wo ich gesehen habe, was die Dinger kosten. Dafür da ist es eigentlich nur Styropor, flächige Styropor-Dinger sind, ne? Da bin ich rückwärts fast etwas. Ich habe auch gedacht, das kann nicht sein. Ich fahre doch einfach nur im Baumarkt. Ich hole mir da irgendwie Platten. Genau. Ich male die eine Seite und die andere Seite vielleicht noch an. Und genau. Gut, am Ende brauchst du noch sowas in Standfuß, aber come on. Genau, und also das fand ich auch irre. Also wenn ihr da gute Tipps habt für Großfläche, also ich möchte halt etwas haben, was irgendwie mindestens 2 Meter hoch ist. Ja, würde ich auch sagen. Ja, finde ich auch. Und was ich aber auch wirklich so als V-Flat zusammenklappen und aufklappen kann, also was dann auch selbstständig stehen bleibt. Ich möchte keine Lösung haben, das, was immer viel empfohlen wird, sind diese Ständer, diese Rollbahnen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Selbstbastlösungen mit so Rollbahnen, Ständern, das finde ich fürchterlich. Ich will V-Flats haben, die selbstständig stehen bleiben, die halt groß und leicht sind, die man klappen kann, die auf einer Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz sind. Weil ich möchte auch also keine 5 Stück davon haben, sondern ich möchte einfach auf einer Seite sie weiß haben und auf der anderen Seite schwarz. Ich finde, sie müssen aber auch nicht zu leicht sein. Also wenn ich irgendwie mal mit dem, also die sollen jetzt nicht wegrollen. Nein, nicht bei jedem Windzug direkt umfallen. Ne? Genau, da bin ich schon bei dir. Genau. Deswegen habe ich auch so ein Problem mit Styropor, vor allem, weil das auch echt nicht so stabil ist. Ne? Nee, das ist ja der Unterschied. Genau, das war beim Kurt, waren diese das ist zwar so ein Schaumstoff irgendwie, aber der ist relativ fest und schwer. Also keine richtigen Styropor, sondern so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Die fand ich wirklich nice, aber da bin ich irgendwie, die waren irgendwie bei 500 Euro oder so. Ja, du kannst mir viel das kann doch wohl nicht sein für zwei so Platten. Also, hallo? Also, ey, Schwarmintelligenz da draußen, wenn ja, du mich hörst. Ja, auf jeden Fall. Schick uns deine Weisheit. Genau, also wenn ihr da Links habt, wenn ihr da den Black-Friday-Link. Genau. Auch wenn ihr sagt, einzelne Platten und ich muss die mit Panzertape zusammenkleben, das ist okay für mich, aber die einzelnen Platten zu finden ist halt nicht leicht. Also bei uns, der Baumarkt hat da überhaupt nichts. Okay, schade, das hätte ich jetzt gedacht, dass es eigentlich easy wäre, aber wenn es so einfach wäre, dann würden es alle machen. Nee, eben nicht, weil die haben im Baumarkt gibt es entweder diese blöden Styroporplatten oder halt dann so grüne XPS-Platten oder sowas fürs Häusle bauen, aber die sind dann alle zu klein. Das ist alles irgendwie nicht das richtige Material. Das ist alles nicht das, was ich suche. Also, wenn da einer Tipps hat, raus damit. Her damit. Wir sind dankbar für alles und alle anderen sind dann natürlich auch dafür dankbar, wenn wir da was haben. Das glaube ich nämlich auch. So. So, jetzt habe ich erstmal einen zweiten Bluescale-Code. Genau, hau mal aus. Jetzt machen wir hier mal Studioschluss gerade. Das machen wir mal, laden mal zu. Mal hier. Ich muss erst die App wieder öffnen. Ey, nicht, dass die Leute denken, ich bin hier vorbereitet, ne? Pustekuchen. So. Ja, genau, Pustekuchen. Fangen wir mal an. App gestartet. Jetzt kommt der zweite Einladungscode. B wie Binsenkraut. S wie Schneelawine. K wie Kinn. Y minus
Social. Minus. L wie Latschenkiefer. U wie Unterkiefer. Das passt ja. D wie Dösbaddel. X, ja, das ist klar. V minus. N wie Nasemann. V. Z. I. L. Jo. Viel Spaß mit diesem Einladungscode für die App Blue Sky. Jo. Sehr schön. So, in Anbetracht der Tatsachen, dass wir jetzt eine Stunde rum haben und du gesagt hast, du möchtest heute noch ein bisschen was arbeiten. Genau. Würde ich sagen, schmeißen wir jetzt einfach noch zwei, drei Buzzwords raus. Mhm. Und dann ist auch mal gut für heute. Ist gut. Wollen wir das so handhaben? Mhm. Das ist schön. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach so. Mhm. Drücke ich mal aufs Knöpfchen. Luftpolsterfolie. Ja, knister ich ganz gern mit rum. Wer macht das nicht? Luftpolsterfolie, was sagt kein, mir das jetzt? Kein blassen Schimmer. Ja, zum einen, also für kreative Shootings vielleicht, so kann man wen drin einwickeln und oder so Sachen drin einwickeln. Ist zum Durchfotografieren, finde ich, nicht transparent genug. Wollte ich gerade sagen, also durchfotografieren ist da, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das ist, also habe ich noch nie probiert, aber ich glaube, das ist nicht transparent genug. Also ich glaube, ich habe mal was Witziges gesehen, wo eine Person so eingewickelt wurde und dann auch mit den Armen so nach oben, ne? Und dann von oben quasi in diese Rolle sozusagen rein, in diesen, okay, in diesen Luftpolster-Mensch-Burrito von oben rein fotografiert sozusagen. Das sah ganz interessant aus, aber mehr auch nicht, ganz ehrlich. Weiß ich jetzt nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Ich auch nicht. So, ich würde sagen, liebe Hörer, liebe Hörerin, wer auch immer du uns das angekippt hast, erleuchte uns, was du mit dieser Luftpolsterfolie anstellst, weil ich weiß es momentan nicht. Außer vielleicht meine Blitzköpfe einpacken, wenn ich sie verschicke oder irgendwie sowas. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ja, nicht, vielleicht was vielleicht so als Diffusor oder sowas. Als Diffusor. Ich weiß auch nicht. Ja gut, Lichtstreuen müsste die schon ganz gut. Aber ja. Für noch kreative nie, also, Sachen finde ich Malerfolie eigentlich besser. Also ich, ja. Also wer auch immer es eingekippt hat, er oder sie möge uns erleuchten. Ja, vielleicht gibt es da noch einen Anwendungsfall, den wir gerade nicht sehen. Das ist doch so ein typischer Fall für Tobias. Das hat bestimmt der Tobias eingekippt. Das hat er schon gemacht. Na, dann war das bestimmt der Tobias. So, Tobias, klär uns auf. Was geht damit? Echt, Sprachnachricht, her damit. So, ich würde sagen, machen wir. Ich habe keine Ahnung, was man mit Luftpolsterfolie macht. PNP Photography, den meinen wir. Chromake Ganzkörperanzüge. Also heute ist das. Was für Ganzkörperanzüge? Chromake Ganzkörperanzüge. Ach so, also grüne zum Beispiel. So grüne Ganzkörperanzüge. Die man dann auf dem Film wegschneiden kann, meinst du, wo man dann quasi ein Helferlein im Film hat, den man dann später rausschneiden kann oder so. Genau, genau. Ah, okay. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie das meine Fotografie beeinflussen soll. Wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht für Behind the Scenes, wenn du deinen Assistenten so ein bisschen verstecken willst und du hast einfach so einen schwebenden Reflektor. Also, auch hier. Ich habe auch keinen grünen Hintergrund. Ich hab auch keinen grünen Hintergrund von daher. Nee, also ich wüsste es auch nicht. Also auch hier, lieber Einkipper oder liebe Einkipperin, auch hier, man möge uns erleuchten, bitte. Was mache ich mit einem Chroma-Key-Ganzkörperanzug in der Fotografie? Das würde mich auch interessieren. Also ich habe nicht den Hauch einer Ahnung gerade. In grüner Umgebung. Okay, irgendwer hat uns da irgendwas eingesetzt in grüner Umgebung. Okay, Moment. Ah, jetzt bin ich natürlich in grüner Umgebung, könnte natürlich eine Anspielung auf meine Lieblingsfarbe sein. Mm. Meine Lieblingsfarbe ist ja definitiv nicht grün. Mhm. Also grün ist meine Hassfarbe eigentlich in der Fotografie, um es mal auf den Punkt zu bringen. Meinst du, könnte man einfach wegschneiden? Ja, nein, also ja, ich habe ja immer gesagt, Hasenland, also das ist ja das Event, wo du nie hinkommen wirst.
Weil du es nicht schaffst. Erst, sobald erstmal nicht, ne? Ja. Ist ja eigentlich so mein Hass-Lieblings-Event, ne? Weil unheimlich viele Bekannte dort und eigentlich ist ganz nett, aber eigentlich ist es auch total eklig für mich, weil alles grün dort ist. Also von daher würde ich mal als in grüner Umgebung sagen, für mich ist in grüner Umgebung einfach nichts. Ich bin kein Fan von grüner Umgebung. Ich bin ein Fan von Natur, aber wenn dann gerne im Herbst oder im Hochsommer irgendwelche Felder oder halt im Spätsommer irgendwelche Felder, also warme Töne. Aber grün als Farbe. Und da haben wir den Kontrast. Wenn du mich, ich hätte grüne Umgebung, weißt du, da denken wir jetzt irgendwie an so eine quietschgrüne Wiese oder irgendeinen langweiligen deutschen Laubwald. Ich sag jetzt einfach mal, in irgendeinen geilen Tropenzoo-Dings oder sowas, weißt du so? Und damit so richtig. Okay, mit so richtig großen Dschungelpflanzen und weiß der Teufel was und sowas. Da würde ich gerne mal ein Shooting machen, so. Und dann nehme ich das Grün, knall das irgendwie, mach das dunkler, entsättige das, knall das Richtung Blau und dann sieht der ganze Scheiß geil aus. Fertig. Ja, da bin ich jetzt bei dir. Da geht es weniger um die Farbe als mehr um die Struktur der Blätter und um die Struktur im Bild auch. Ja, genau. Also da bin ich bei dir. Da würde sogar mir Grün taugen, ja. Ich muss mal zufahren. Wenn du in den Baumarkt gehst, um da deine V-Flats zu kaufen, dann kannst du da doch mal in die Pflanzenabteilung, Martin. Ja, bloß wo stelle ich die Pflanzen dann hin, wo sie nicht kaputt gehen innerhalb kürzester Zeit? Ach so, nee, die schießt direkt da, meine ich. Ach, du meinst, ach so, mal so ein Model mitnehmen da. Und direkt da die Bilder machen. Ja, okay. Na klar. Nee, da habe ich eine bessere Idee. In Nürnberg gibt es so ein schönes Schmetterlingshaus bei uns im Zoo. Da musst du, wenn du mit der Kamera reingehst, du darfst da mit der Kamera, ist kein Thema, da musst du aber erstmal danach eine halbe Stunde nichts tun, weil deine Kamera ist erstmal so beschlagen, wenn du da reingehst. Weil da ist eine Luftfeuchtigkeit drin von, was weiß ich, wie viel Prozent. Ja, glaube ich. Dürfte so annähernd an die 100 gehen, weil da drin schwitzt du innerhalb von 2 Minuten. Ja. Aber das stimmt, die Idee ist gar nicht mal verkehrt. Na, schau, guck, hab ich dir das geliefert, ne? Die Idee ist gar nicht mal verkehrt. Schnappt euch meine Ideen. Ich komme im Moment gar nicht zum Shooten, deswegen könnt ihr die alle haben. Ja, also, klauen wir uns dem Fabian seine Ideen. Gut. Sehr schön. Dann würde ich es damit für heute auch belassen, weil es war mir jetzt zu viel Grün auf einmal. Ich gebe es ehrlich zu. Ja, ist gut. Das halte ich dann aus. Dann würde ich sagen, machen wir einfach ein lockeres, kurzes Völkchen. Können wir auch mal, wir haben die letzte Folge auch ganz gut abgeliefert, meine ich. Ja, das ist auch, der Fabian muss ins Bett, es ist soweit. Lieber Gott. Du musst was arbeiten. Ja, muss ich auch noch. Ja, das muss, Martin, ne? Das muss. Dann würde ich sagen, bleiben, ne? Ja, dann machen wir jetzt Schluss. Von mir gibt es noch eine Runde unnützes Wissen. Bitte. Kennt ihr noch Fix und Foxy? Ja, auf jeden Fall. Schon, ne? Kennst du auch noch, ne? Quizfrage, wie hieß der Hund? Oh, fuck, das weiß ich nicht mehr. Nee, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich es damals wusste. Aber ich weiß noch, die hatten ein Comic hatte ich mal, da ging es um die blaue Mauritius und das fand ich irgendwie total cool, diesen Comic. Ja, weiß ich aber jetzt noch. Namen sind das Stichwort, nämlich zu dem unnützen Wissen, und zwar die Eltern von Fix und Foxy hießen Paxi und Fixi. So, again what learned, und bis zum nächsten Mal finde ich es aus, wie der Hund hieß. Ja, mach das mal. Kriegen wir hin. Vielen Dank, Martin, für das unnütze Wissen. An euch da draußen. Haxi und Fixi, nie vergessen. Haxi und Fixi. Okay. Jetzt, die Zweideutigkeit haben wir jetzt vielleicht verstanden, ne? So, okay. Und eine schöne Woche euch da draußen. Kommt gut durchs Schneetreiben, legt die Schneeketten drauf, fahrt vorsichtig mit dem Auto und natürlich auch mit dem Fahrrad, wenn ihr euch traut. Bleibt gesund und denkt schon mal an die Weihnachtsgeschenke. Oh ja. Jetzt wird es Zeit langsam. Oh ja, es wird langsam Zeit, genau. Winterreifenzeit, also Winterreifen sollten schon lange drauf sein. Also eh schon, ne? Ja, naja gut, bei euch schneit es ja eh so selten da oben, ne? Aber es könnte schon kalt werden, mal. Reicht ja. Ja. Bisschen Bodenfrost reicht ja schon, ne? Genau. Ja, also bei uns geht ohne Schneeketten eh schon normalerweise nichts mehr. Wenn ich die Polizei da erwische, dann wird es teuer, definitiv. Genau.
in diesem Sinne würde ich sagen, eine schöne Woche. Lasst euch nicht einschneiden. Freut euch auf den nächsten, also ich nur um es euch vorzuerkündigen, nächstes Wochenende ist der erste Advent. Ja, herrlich. Die Weihnachtszeit kommt mit ganz großen Schritten. Wir haben schon einen Kranz. Also ihr dürft eure Lebkuchen rausholen. Ihr dürft euren Stollen auf den Tisch stellen. Ihr dürft die Füße hochlegen, die bequemen Pullover anziehen, die Jogginghose anziehen und ihr dürft geht los, die nächsten 5 Wochen 5 Kilo zunehmen. So sieht es nämlich aus. Ihr werdet es bis nächstes Jahr nicht wieder los. So. Garantiert nicht. Und auch im neuen Jahr nicht. Ja, genau, und auch im neuen Jahr nicht, genau. Dafür sind wir Fotografen und nicht Modelle, Martin, ne? Nee, das ist ja das ist das Schöne dran. Wir Fotografen haben es da relativ leicht. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.